Ja, is dan waanzin. grüß Gott miteinander. Verdammte Hure, so oft. Also, geht ja schon komische Leute. Ja, also Leute, wo, wenn man es ja schon von weitem, nicht? Wo, also wenn man es, wenn im Prinzip, wo man muss sagen, also hör mal auf, nicht wahr? Ja, also, Entschuldigung, gell, komische Leute jetzt, nicht? Komische Leute. Versteht man das als Mogelsbeck? Hä? Gibt wirklich komische Leute. Hä? Zum Beispiel die Grünen. Weil ich, also ich weiß nicht, wie es da als Mogelsberg draussen haben, aber ich verstehe es nicht, diese Grünen. Gut, selber wartet jetzt wahrscheinlich auch niemand von mir, dass genau ich die selber noch sollte, gell? Dann noch mal rein, gell? Die Grünen? Nein, hör mal auf. Das sind doch bunte Hände, sind das. Bunte Hunde, auf Deutsch gesagt, nicht? Das sind doch alles Vögel. Ja, ist nicht wahr. Hä? Die Grünen? Jesus, nein. Ja, den ganzen Tag da der Fing Schuhe fressen. Und uns wollen den Schwatenmagen verbieten. Ja, und sind ja vielfach aber auch genau da die grünen Stünkel, da die Vegetarier, die nicht einmal Fleisch essen. Ja, dabei ist doch jetzt einfach das. Das ist ein normaler Mensch. Jemand einmal einen Rechtstock Fleisch braucht. Ja, kannst du ja und all gerade diesen Bratwurst fressen. Hell, und jetzt sind sie ja schon gerne noch im Bundesrat rein, die Grünen. Haben sie es mitbekommen? Hä? Hey? Ja, man hätte sie können lesen. Gell, sie haben sie am Ding, haben sie es übrigens auch gebracht. Im Beromünster. Lieber Amint, wenn die Grünen im Bundesrat. Das ist ja ein Witz. Das geht gar nicht. Ein grüner Bundesrat. Ja, da wäre ja etwas gleich, wie wenn die Wurst wollen, einen Traktor mit Kamillentee tanken. Und wenn er dann einmal gewählt ist, der grüne Bundesrat, oder besser gesagt, wenn Sie... wenn Sie dann einmal gewählt ist, dann kann man sie auch noch mal absetzen. Nein. Ein Nastige müssen wir dann wahrscheinlich irgendwann einmal biologisch abbauen. Ja, da können wir einfach hoffen, dass sie dann auch umweltverträglich ist. Nein, sie sind mir einfach ein bisschen extrem genug, die Grünen. Und ich erinnere mich. Ich habe im Allgemeinen eben gegen diese extremen Ansichten. Ja, da wäre ich kritisch. Ja, da ist mir alles miteinander viel zu kopflastig. Und vor allem zu vernagelt. Da mit dieser komplizierten, hohen Meinung, die sie haben. Ja, natürlich. Man kann andere Meinung sehen. Ja, ich sage mal laut zum Nachbar. Der ist ja eben so ein hobbymäßiger Indianer. Ja? Ja, wenn er einmal im Stall aussen seine Lama möcht, nicht da? Dann sage ich einmal so, los,
Du darfst doch deine Meinung haben. Ha? Selbstverständlich darfst du deine Meinung haben. Wenn es unbedingt muss sein. Du musst aber ja nicht das Gefühl haben, dass ich es respektiere. Das ist für mich keine Alternative, du hure Spinneli, du. Ja, und dann schnarrt sie ja noch alle Willen von Nachhaltigkeit, die Grünen. Ja, werden sie es. Nachhaltigkeit haben von links, rechts, im Viertel haben sie Nachhaltigkeit. Soll ich euch sagen, was sich verändert, wenn diese Grünen im Bundesrat rein können? Soll ich es euch sagen? Ja, dann sind sie einfach im Bundesrat rein. Wahrscheinlich nachhaltiger Tommy Röhren verführen. Hell nachhaltig dagegen sein. Das hat jetzt aber mit Politik noch nichts zu tun. Und darum sage ich, ist doch im Prinzip mit den Grünen genau gleich wie mit einem Wissen. Ein grünes Wissen ist gut und recht, aber so ein richtig feste und gesunde Wissen muss jetzt halt auch jemand einmal ein bisschen braun sein. Also vom Beschütten. Nein, dass wir uns richtig verstehen, ist wegen dem Missverständnis. Ich meine, stelle dir ja mal vor, was würde passieren, wenn so ein Bauer seine Wiese nie beschütten würde. Ja, dann würde es auch noch mal regnen. Ja, ist doch klar, warum, oder? Ja, wenn ein Bub schütten, können sie darauf gehen, dass sie in der nächsten Halbstunde anfangen zu schiffen. Ja, dann kann der Kachel mal einpacken mit seinen Salatschüsseln. Ja, und wenn sie noch mal schiffen, dann wächst keine Wiese, ohne Gras verhungern Kühe. Ohne Kühe gibt es keine Subventionen. Und dann hat der Staat mal Affelgeld. Dass er noch mal wisst, woher ich tue. Und wenn man zu viel Geld hat und keine Fantasie, was man damit machen soll, ja, dann verdammt man es eben sinnlos und investiert zum Beispiel in Bildung und Kultur. Aber von der Bildung und Kultur hast du ja nicht gefressen. Und um selbst geht es uns ja primär. Ums Fressen. Und was denn ist? Schauen wir es einmal fundamental an. Ja, was macht euch denn so ein abgemagertes Äthiopen-Hasili? Wenn du ihm irgendetwas einen Dürremant gibst und ein Gottlet. Ja, jetzt hätte ich die freie Wahl. Was macht er echt? Ist ja logisch, oder? Er verführt den Huren Dürremant zum Gottlet bröteln. Das ist doch mal eine Lösung. Ja, da würde ich übrigens auch machen. Und was sagt uns das? Was lernen wir daraus? Für die wirklich wichtigen Sachen im Leben braucht es eben keine Bildung und Kultur, sondern Geschmack und eine gute Verdauung. Jawohl. Und genau darum ist es eben wichtig, dass ein Bauer regelmäßig und vor allem ausgiebig seine Wiese beschüttet. Nicht gerade für die Natur ist es besser. Nein, sondern auch für die Gesellschaft. Weil solange wir genug Beschütte haben, haben wir genug zu füttern. Und dann ist auch die Gefahr der Volksverbildung am kleinsten. Ja, heisst ja darum auch nicht zufälligerweise, ein voller Magen studiert nicht gern, hä? Wir wollen vielleicht gescheit jemanden mal ein bisschen mehr auf unseren Ranzen hören. Und wenn dann gleich noch ums Verricken mehr studiert als unbedingt nötig, oder zum Beispiel am Feierabend, bei dem wunderbaren Wetter von draussen, freiwillig in so einem kleinen Theater reinhocken. Ja, nur da hat sie schon alle gegeben, da der ignorante Reaktionäre grinsen. Ich, das Mari, die Grünen im Bundesrat. Ich bin auch gespannt, wie sie es herbringen. Immerhin haben sie ja schon mal gemickt, dass sie es allein nicht schaffen. Und jetzt brauche ich ihre Hilfe. Ja, wahrscheinlich von der Linken. Ja, von wem macht es? Ja, ich habe es ja schon mal gesagt. Die Grünen sind nichts anderes als unreife Rote. Der darauf läuft es nämlich. Ja? Auf alle Fälle
müssen diese Begrünen denn schon noch lehnen, wenn sie es im Bundesrat nicht schaffen, dass es zu Bern oben gleich läuft wie im Strassenverkehr. Nein, nein, nicht das mit dem Fußgängerstreifen, dass man jedes dahergelaufene Argument einfach durchlässt. Nein, nein, sondern primär gilt auch in Bern oben Rechtsvortritt.